Ich habe mir gedacht, wow, du hast es geschafft. Ja, also ich bin natürlich schon irgendwie stolz, aber ich finde, da schwingt auch so ein bisschen Angst mit. Jana Heck, 16, und Lea Faust, 17. Zwei junge Frauen, ein Ziel, Europas Krone. Die beiden Hessinnen vertreten Deutschland bei der Luftgewehr-EM in Arnheim. Luftgewehrschießen hat nichts mit einem Videospiel zu tun. Haltung, Atmung, Konzentration, all das muss perfekt abgestimmt sein. Sonst ist das winzige Ziel kaum zu treffen. Die Höchstpunktzahl gibt es übrigens nur für den kleinen Punkt in der Mitte. Man atmet ganz, ganz langsam aus. Und im Prinzip muss man versuchen, seinen Körper unter sein Gewehr zu bauen. Wie so ein Turm im Meer, dass man nicht umfallen kann. Bei den Sportschützen sind Frauen und Mädchen schon lange keine Exoten mehr. Aber wer kann's besser, Jungs oder Mädchen? Mädchen natürlich. Nein, Spaß, es ist unterschiedlich. Also man sieht halt, in den tieferen Klassen schießen die Mädchen oft besser. Ja, man sagt oft, dass es an den Hüften liegt, weil sie da eine bessere Auflagefläche haben. Vor dem Training heißt es natürlich, die Schulbank drücken. Lea geht in die 11. Klasse. Heute steht Bio auf dem Stundenplan. Normalerweise muss sie ihr Hobby nicht verteidigen. Doch ein Mitschüler sah das offenbar anders. Derjenige war halt so nicht der Meinung, dass Leute eine Gewalt über Waffen haben sollten. Hat dabei aber nicht verstanden, dass wir da wirklich nur sportlich mit umgehen und nicht damit draußen rumlaufen, sondern wirklich nur am Stand oder zu Hause dann ein Tresor oder sowas. Wer erfolgreich sein will, muss viel trainieren. Das gilt auch für Jana. Mindestens zweimal die Woche muss sie zum Schießstand. Am Wochenende warten Wettkämpfe. Ihre Freunde müssen daher häufig auf sie verzichten. Ja, ich sag mal, es ist schade, aber weil man vermisst sie halt immer, weil es echt viel Spaß mit ihr macht und man kann gut feiern mit ihr und alles. Aber ich meine, es ist ihr Hobby und das macht sie gerne und deswegen unterstütze ich die dabei und deswegen stört mich das halt auch nicht. Aber trotzdem vermisst man die manchmal. Der Leistungssport fordert eben seinen Tribut. Doch zur Belohnung wartet nun die EM. Anfang März werden Jana und Lea nach Arnheim reisen. Und auch wenn die Hessinnen vor allem der olympische Gedanke antreibt, mit Geschick und etwas Glück ist vielleicht mehr drin. Zumindest solange sich die jungen Sportlerinnen nicht ablenken lassen, von was auch immer.